Ich finde es stumpf. Behind the scenes. Ich habe nämlich gleich ein Facial gebucht. Ja. Monday morning, willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Oh Leute, heute ist Exam Day in Haftungsrecht. Ich habe jetzt noch eine halbe Stunde. Und ich hasse das Warten vor einer Klausur. Ich bin nur so, was mache ich jetzt die ganze Zeit? Second coffee of the day. Aber ich mache so viel Milch rein, dass es nicht so schlimm ist, glaube ich, wenn ich 2 Kaffees am Tag trinke. Aber das ist die beste Hafermilch. Ich weiß nicht, wo es die in Deutschland gibt. Falls jemand das weiß, gerne kommentieren. Aber ich habe meine in Luxemburg in Naturata gekauft. Und die ist so lecker. Das letzte, was ich gebloggt habe, war legit Mittagessen. Also ich war laufen und habe Pilates gemacht, weil ich das einfach gebraucht habe nach der Klausur. Ich konnte nicht sofort weiterballern mit Uni. Und dann habe ich mich ganz in Ruhe fertig gemacht, habe noch eine Werbung gedreht. Dann habe ich angefangen, Vorbereitungen für meine Arbeit zu machen. Und jetzt fange ich, glaube ich, an zu lernen. Also es ist jetzt schon 5:50. Ich chill jetzt noch 10 Minuten und dann fange ich an, für meine Arbeit zu lernen, weil ich am Freitag noch einen Test habe. And I'm not very excited about that, to be honest. Because I'm very stressed. Weil ich sehr viel zu tun habe. Outfit of the day. Pulli ist von Zara. Jeans ist die Redan Stovepipe. Und da ist mein Pilatesball. Und es ist Dienstagmorgen und ich gehe jetzt ins Büro. Es ist Study Day. Ich weiß gar nicht, ob ich heute schon gevloggt habe. Aber ich habe gerade mein Mittagessen gegessen. Es war schon um 11:45. Aber nee. Ich habe gerade an meiner Deutscharbeit gearbeitet. Und das, ich war eigentlich, glaube ich, schon produktiv. Sorry. Nee, es ist Mittwoch. Oh mein Gott. Ich habe gestern nicht gebloggt. Ups. Aber es war nichts Spannendes. Ich war nur noch spazieren, habe ein bisschen das gute Wetter genossen. Und jetzt fahre ich wieder ins Büro. Hört ihr mich? Ich sehe euch nämlich gar nicht. Ich lerne gerade Wirtschaftsrecht und bin gerade auf der Terrasse vom Büro. Und es ist so schönes Wetter. I love it. Zu der Brille könnt ihr im letzten Video, glaube ich, vorbeischauen. Ich habe euch die in der Infobox verlinkt gehabt. Die ist von Captain Sun. Ich finde, die sieht sehr Ray-Ban-mäßig aus, aber irgendwie cooler. Ich habe gar keinen Bock zu lernen. Ich möchte einfach nur genießen, diese 22 Grad. Weil wenn ich fertig bin, also am Freitag, ist wieder schlechtes Wetter. Workout done. Der gute französische Präsident hat heute gesprochen. Honestly, I don't see an end in France. Diese Maßnahmen führen einfach zu gar nichts. Er redet dann die ganze Zeit von Eigenverantwortung von den Franzosen. Oder nicht von den Franzosen, aber einfach den Leuten, die da wohnen. Ja, yeah, it's not working. Das Einzige, was jetzt rausgekommen ist, dass ich nicht nach Frankreich fahre in der nächsten Zeit. Good morning. Heute ist Donnerstag. Heute habe ich ein weirdes Outfit an. Stay-at-home-Outfit. Ich trage dieses Hemd noch immer von Zara. Und es ist richtig angenehm, weil es so über den Po geht. Und ja, wie gesagt, ich bleibe zu Hause, deswegen nehme ich nur eine Leggings an und solche fetten Socken. Sonst habe ich endlich mal wieder meine Uhr ausgepackt. Die ist übrigens von Michael Kors. Ich finde, die sieht mehr hochwertig aus. Ich habe die schon, seitdem ich 14 bin, 15, und habe die damals jeden Tag getragen. Und ich finde die noch immer so schön. Whatever. Heute ist ein sehr busy Tag. Ich habe so viel zu tun und ich hatte heute einfach keine Lust, um 6 Uhr aufzustehen, weil ich einfach so Angst vor meinen Responsibilities hatte. Also das, was ich alles machen musste. Und zwar muss ich heute eine Arbeit schreiben. Ich muss lernen für meine Klausur morgen, für meinen Test morgen. Ich muss eine Werbung drehen und ich muss ein Video online stellen. So today is a freaking lot and I'm not very happy about it. Und deswegen, also ich habe so also eine ganz schlechte Angewohnheit, einfach nicht aufzustehen oder nicht anzufangen, weil ich Angst habe vor dieser Arbeit. Aber ich gehe jetzt mal runter,
trinke da mein Klaas-Gen-Zeug für die Haut bzw. für meinen Darm und muss ehrlich sagen, ich habe euch das ja in einem Unboxing gezeigt, das habe ich selbst gekauft, ne? Non-sponsored. Das hilft mir so gut. Und dann fange ich mit meiner Arbeit an. Ich finde alles, was so Pulver ist, einfach disgusting. Schon als Kind konnte ich das gar nicht trinken. Und es war halt immer mehr krass, weil die Ärzte waren immer so, was möchtest du verschrieben bekommen, wenn ich krank war? Ich war nur so Pillen, 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 weil ich finde Pillen einfach gar nicht schlimm. Und jeder wollte mir immer Puder verschreiben. Ich war nur so, ich will kein rosa Puder oder gelbes Puder. Ich möchte einfach meine Pillen trinken. Das klingt jetzt very wrong, aber ich bin einfach besser damit klargekommen. Sushi time. Very excited. Jetzt 8. Ich gehe jetzt laufen. Ich freue mich. Und dann gebe ich euch ein Update, weil ich habe ja gestern nicht gevloggt. Ich freue mich einfach, dass ich jetzt Zeit habe, einfach in Ruhe Sport zu machen. Ich hatte diese Woche gar keine Zeit und das ist auch okay. Ich stresse mich nicht, weil ich jetzt ein bisschen weniger gemacht habe. Aber ich habe das Gefühl, ich brauche das jetzt einfach. Aber ich gehe jetzt laufen und dann mache ich ein kleines Pilates-Workout und dann mache ich mich fertig. Sieht man, dass ich mich angestrengt habe beim Laufen? Ich habe gerade so Glücksgefühle, weil ich bin einfach länger gelaufen als sonst. Also ich bin 4 Kilometer gelaufen, ich weiß, das ist noch immer nicht viel. Aber es wird langsam alles mit dem Training. Also wisst ihr, ich feiere meine eigenen Erfolge. Ich bin 4 Kilometer gelaufen ohne eine Pause und ungefähr immer so 6,34 pro Kilometer. Ich glaube, das ist okay, es ist wirklich nicht schnell, aber es ist okay. Ich bin so stolz. Ich habe mich gerade fertig gemacht und heute bin ich relativ schön fertig, weil ich mich nicht schminken muss. Ich habe nämlich gleich ein Facial gebucht, so gesagt als Treat für diese anstrengende Zeit. Ich weiß, ich brauche eigentlich kein Treat und es geht so vielen Leuten viel schlechter, aber I work for my money and I can get a facial. Ich bin unterwegs, also ich habe mein Facial gebucht, habe ich erzählt. Und danach treffe ich mich mit Laura und wahrscheinlich auch Emma. Nicht sicher, ob sie kann irgendwie. Ich freue mich. Ich habe gestern nicht gebloggt, weil ehrlich gesagt war ich die ganze Zeit so richtig gestresst. Wegen der Uni, weil ich hatte eben eine Hausarbeit zu schreiben. Und dann hatte ich einen Test in Wirtschaftsrecht. Ach, es war so viel Arbeit ist alles, aber es war alles gut. Also ich glaube, es ist okay gelaufen. Und deswegen habe ich gestern nicht gebloggt und dann war ich noch in der Stadt und habe mir ein Stück Kuchen und Kaffee genommen mit Vera, einfach weil ich seit Wochen wirklich niemanden gesehen habe. Einfach auch, weil erstens niemand hier war und ich so viel zu tun hatte. Und natürlich mit Corona ist es auch alles schwierig. Aber jetzt sind meine Freunde zurück aus Wien und ich bin einfach so happy, dass ich die jetzt sehen kann und einfach was für mich tun kann, weil ich musste meinen Kopf einfach ein bisschen frei bekommen. Also ich habe das ja mehrmals gepreacht schon. Ich finde einfach produktiv sein hat auch viel damit zu tun, sich eine Auszeit zu nehmen, weil du kannst nicht dauerproduktiv sein. Du kannst dein Leben nicht von A bis Z durchplanen. Du musst auch einfach mal chillen. Ich freue mich jetzt, dass ich einfach dieses Facial machen kann. Ich mache das nämlich gar nicht oft, weil of course it's very expensive. Finished my facial. Ich ziehe eine Sonnenbrille auf, ich kann mich nicht ungeschminkt sehen. Meine Haut ist very glowy. Ich war übrigens bei Biologique Recherche. Das ist so mega. Das fancy Ding gibt es in verschiedenen ausgewählten Ländern. Ich wusste gar nicht, dass es Luxemburg gibt. Ich dachte nur so in richtig großen Städten. Aber auf jeden Fall habe ich halt in vielen dieser Vogue's in the Bathroom Videos gesehen, dass halt alle Stars das benutzen. Ich bin halt so ein Mensch, ich kenne mich einfach nur mit Skincare aus und ich liebe meine Jugendglücks-Sachen. Die funktionieren einfach für mich super. Aber manchmal habe ich gerne was
anderes. Ich probiere einfach gerne Sachen aus. Also ich weiß nicht, ihr seid doch bestimmt auch Leute, die was anderes ausprobieren. Und auf jeden Fall habe ich mir von ihnen 3 Sachen gekauft, einfach zum Austesten. Also das wird jetzt nicht Daily Use sein, weil es sind schon so besondere Produkte, aber ich wollte es einfach austesten und ich bleibe bei meiner Daily Routine. Aber sie hat halt gesagt, ich muss mehr Sunscreen benutzen. Das sagen mir viele und ich muss wirklich mir einen neuen Sunscreen kaufen. Und dass meine Haut sehr trocken ist. Sie ist nicht dehydriert, das ist noch was anderes, sondern sie ist sehr trocken. Auf jeden Fall war es sehr schön. Und es war mega witzig, weil die ist einfach Bulgarin gewesen, die Kosmetikerin. Und ich konnte so voll mit ihr bonden, weil ich mit ihr auf Bulgarisch sprechen konnte. Und ja, Bulgarians do it best. Sunday morning und es ist Pilates time. Welcome back to the vlog. Ich habe gerade ein Zara-Haul-Video gedreht und oh mein Gott, ich bin kaputt. Ich habe alles angezogen, über alles geredet, aber ich hoffe, das Video ist cool geworden. Ich habe auch noch ein Reel gedreht mit den Zara-Sachen in der Hoffnung, dass das so viral geht. I don't know, um neue Follower zu bekommen. Ja, das ist alles Sachen, die sich Content-Creator fragen, wie sie mehr Reichweite bekommen können. Behind the scenes. Ihr müsst das Video anschauen. Ich weiß, dass ihr Zara liebt und ja. Warum rede ich gerade, als wäre das so ein Sit-Down-Try-On-Video, obwohl das fertig ist, das ist nur der Vlog. Wenn ich zu lange mit einer Kamera rede, bin ich einfach so, So, I'm gonna cut my jeans. Fragt mich immer, ob ich passende Jeans finde. Oft schneide ich sie einfach. Ich mache das eben so, ja, nach Gefühl. Und ich schneide immer ein bisschen zu wenig ab als zu viel, weil das andere kann man ändern. Ich glaube, ich schneide hier jetzt so viel ab. Die Zara-Jeans, die ich euch im Haul gezeigt habe. Die sind sowieso unten ausgefranst, deswegen ist es auch egal, wenn es nicht so präzise ist. Ich musste nochmal nachschneiden, weil das zu wenig war. Ich habe wahrscheinlich so 3-4 cm abgeschnitten pro Seite. Looks good. Jetzt glaube ich, ist es perfekt für so mit Nike Air Force oder so. Und wenn ich glaube, dass es noch immer zu lang ist, dann werde ich es wieder schneiden. Aber ich glaube, so ist gut. Und ich liebe einfach die Waschung. Wie gesagt, in meinem Zara-Haul seht ihr die. Und dann sind die auch verlinkt, beziehungsweise die Referenznummer. In my bed mit Früchten. Es ist 9:30. Ich schaue jetzt ein Video von Emma Chamberlain. Ich werde diesen Vlog hier beenden. Ich hoffe, dieser Wochenvlog hat euch gefallen. Ich lade jetzt meine Kamera auf, damit ich morgen sofort wieder vloggen kann. Schreibt mir gerne in die Infobox, welche Videos euch interessieren. Ich kriege immer Vlogs, aber I don't know. Falls euch irgendwas anderes interessiert, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.